hard and pain and an love so fine that you touch my face. I so wanna do you like that. Frau Alp, Sie sind die Veranstalterin dieses Events hier in Bad Pyrmont. Sagen Sie unseren Zuschauern nochmal, was ist das hier? Erstmal herzlich willkommen hier in Bad Pyrmont im wunderschönen Kurpark. Wir veranstalten dieses Jahr zum zweiten Mal das Pyrmonter Wirtschaftswunder. Ganz unter dem Motto Oldtimer Rock'n'Roll und Petticoats wollen wir den Wirtschaftswunderjahren Tribut zollen. Und Sie haben ja auch ein Kleid, das zu diesem Wirtschaftswunder passt, die Zeit von Ludwig Erhard. Und Sie haben natürlich einen ganz tollen Wagen, auch wenn er aussieht wie eine graue Maus. Aber das war ja damals die Grundlage des Wirtschaftswunders, ein VW. Der Käfer läuft und läuft und läuft, hat man damals schon gesagt. Und deswegen haben Sie auch ein Käferpunktkleid hier mit eingezogen. Aber was bedeutet für Sie der Käfer? Der Käfer ist, glaube ich, eins der wichtigsten Symbole der Wirtschaftswunderzeit. Es wurden unglaublich viele dieser Fahrzeuge produziert und hier sehen wir auch noch ein 60 Jahre altes Originalmodell. Das gehört einfach zum Motto dazu. Ja, ich habe mich vorher mal erkundigt, sogar 1956. Wow, das war ja nun die Zeit, als die Familien begannen zu investieren, als sie ihre erste Italienreise machten, als im Radio zwei kleine Italiener lief. Und was sind Ihre sonstigen Erinnerungen an diese Zeit? Ich habe die Zeit leider selber nicht miterlebt. Ich kenne natürlich die Musik von zu Hause aus, von meinen Eltern. Aber ich bin selber schon lange in der Szene. Ich liebe die Musik, sowohl die deutsche Musik der Zeit als auch die englische Musik aus der Zeit. Und wir wollten einfach mit diesem Motto alles zusammenbringen. Und zum zweiten Mal findet nun dieser Wirtschaftswundertag hier, dieses Wochenende in Bad Pyrmont statt. Ich glaube, es ist ein noch größerer Erfolg als beim Start. Auf jeden Fall. Die Veranstaltung ist gewachsen und wir möchten uns auch weiterhin etablieren und hoffen, dass die Veranstaltung auch weiterhin wächst. Und wenn Sie noch mal sagen, wer sind wir? Ich und mein Team oder mein Team und ich. Bescheidenheit ist aller Laster Anfang, aber so war es ja auch im Wirtschaftswunder damals. Man fing ganz klein an und hatte einen großen Erfolg und ich glaube, wir sehen uns im nächsten Jahr. Versprochen? Versprochen. Ich freue mich auf Sie. Dankeschön. Good bring.